dass man bei diesem Zwerg da die Quest-Items abgeben, weil ansonsten ist das Inventar noch mehr voll. Und das ist halt das, was ich gestern gemeint habe. Da hat man dann 50.000 Quest-Items irgendwo rumliegen. So. Hier können wir erstmal wieder zusammencraften. Gut, da haben wir jetzt schon mal einen Ring rausbekommen, wie wir wollten. Ansonsten einen Ring mit kritischen Schaden suche ich jetzt nicht direkt, dann doch eher das andere Zeug. Also hier einen Gürtel mit kritischen Schaden zum Beispiel. Gürtel haben wir jetzt ja auch wieder 4 Stück. Naja, das ist halt dieses ewige Crafting 2.0 Zeug. Man will ja auch erstmal einfach einen schlechten Gürtel haben, auf der Grundlage kann man dann im Prinzip auch weiter aufbauen. Hä, jetzt schreibt er wieder, dass er 5020 Subscribes hat. Ich verstehe den Typ irgendwie nicht. Kein blassen Schimmer, was der will, weil er erst schreibt 2000, jetzt schreibt er, dass ich 5000 hab, ja, zu 5000 fehlt halt immer noch 600. Von daher irgendwie ein bisschen komisch. Übrigens bin ich jetzt auch mal auf dem normalen Modus rein, um dann mal zu gucken, ja, wie viel bringt denn das eigentlich und wie schwer sind die Mobs oder leicht im Prinzip. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder so einen Schlüssel zur versiegelten Kammer. Das bedeutet, wir können uns jetzt auch gleich wieder dem Bossgegner annehmen. Ah, das ist halt für mich immer, ne, das sind so lohnend viele Monster. Ach so, und das ist halt normal, ne? Das ist wiederum viel zu leicht. Und es droppt eine Knochenmünze weniger. Ja, ganz ehrlich, da farm ich dann lieber hier. Weil das bringt wesentlich mehr, als wenn ich mich da 50.000 mal töten lasse. Konnte man den Boss nicht auch in verschiedenen Schwierigkeitsmodi auswählen? Ich denke mal, auf normal wird das sich jetzt nicht so krass lohnen, deswegen werde ich den halt wieder schmerzhaft machen. Und das ging ja auch gar nicht so schlecht, ne? Das haben wir eigentlich ganz gut gelöst zusammen. Ah, das ist wirklich ein Lacher, also es ist doch... Also wenn das jetzt... Es wird einmal angegeben, schmerzhaft, ja, 150% oder so, ne, weiß ich jetzt nicht, ob das andere 150% stärker ist. Könnte man jetzt davon ausgehen, okay, 1,5 mal stärker, aber das trifft auch nicht zu. Das stimmt halt alles einfach irgendwie nicht. Auch unsere gehassten Käfer sind mit 4 Schlägen kaputt. Okay, jetzt regnet es draußen auch gut. Muss ich bloß gleich mal gucken, dass es dann nicht reinregnet. Was will er jetzt noch? Jetzt müssen wir ihn auf einmal verteidigen. Weil das Schöne ist, wir sollen ihm seinen Sonnenhut bringen und sein Dings und er hat dann im Prinzip, hat er das die ganze Zeit schon aufgehabt, als, glaube ich.
Wenn ich mir das nicht verguckt habe, hat er das die ganze Zeit schon aufgehabt. Was hat denn der, eine Pistole? Nee. Oh, ein Schwert. Sah gerade aus, als hätte der eine Pistole. Ja, die Verteidigung ist auch eher mehr lachhaft. Aber dadurch, dass wir jetzt auf normal drin sind, ist es natürlich normal, dass es so ist. So, und jetzt, nachdem wir den beschützt haben, wie geht's weiter? Sammle 15 Häute von Sandschreitern. Okay, dann müssen wir wiederum mit die immergrüne Oase in der Plasse. Oh Mann. Das ist alles so komplex. So, wie hat's denn jetzt hier ausgesehen? Da gab's nämlich auch verschiedene Schwierigkeitsmodi. Meiner Meinung nach waren wir auf schmerzhaft drin und das ging ja, wie gesagt, sogar ganz gut. Das heißt, da gehen wir sogar mal wieder auf schmerzhaft rein. Und gucken mal. Was uns der Boss denn diesmal droppt. Ja, und erst wird es ja so total sandig hier, dass man fast gar nichts mehr sieht. Da kommt er dann runtergesprungen von sonst wo. Der ist halt etwas komisch gemacht, weil sobald man nur einen Millimeter zurückgeht, trifft er einen nicht mehr. Das ist schon ein bisschen creepy. Aber das ist halt mal wieder so ein richtig schön taktischer Boss, der vor allem auch mal ein bisschen mehr kann als die anderen. Ich meine, Herodur ist nicht unbedingt, aber Herold ist auch nicht schlecht. Der kann auch schon ziemlich viele Sachen. Ja, direkt schwer ist der jetzt auch nicht. Also ich denke mal, wenn man dann auf qualvoll reingeht, wird er noch ein bisschen mehr Damage machen. Das müsste man dann halt einfach mal ausprobieren. Vor allem kann ich ja dann auch rote Essenzen nehmen. Aber sowas muss man halt dann auch immer am Ende einfach mal abwägen. Was droppt er denn so? Könnte sich das lohnen, auf dem Schwierigkeitsgrad reinzugehen? Zum Beispiel die fliegenden Schwerter, die halten schon wieder zu viel aus, muss ich jetzt persönlich mal sagen. Denn eigentlich müsste das Schutzschild auch so sein, dass man da nicht durchlaufen kann. Das haben sie auch nicht bedacht. Und heilen tut er sich also jetzt direkt auch nicht unbedingt. So, da war's das dann gleich wieder mit dem. Weiß halt auch nicht, also ein so ein Rang 1 Item hätte er jetzt schon mal droppen können. Hätte ich jetzt persönlich mal besser gefunden. Aber egal, so ist es schon ganz okay. Ein Leggy Item, dann droppt er halt immer diese feine Erde und so. Das nächste Mal werde ich den dann einfach mal auf qualvoll probieren. Ansonsten gibt es hier ja nichts zum Anklicken oder so. Ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Szenario, die Map. Wo haben wir unseren Poo? Hier. Gut, dann müssen wir jetzt mal wieder in diesen Tempel da rein, Tempel der Schmerzen oder so. Und in die immergrüne Oase müssten wir dann auch noch.
vielleicht erstmal hier einschmelzen. Hier haben wir natürlich wieder schön viel Leben drauf. Mal wieder gucken, was wir gebrauchen können und was nicht. Ja, gut. Dann hier mal wieder ordnen die entsprechende Inventarseite. Den Stein hier noch irgendwo einsockeln. Tralala, wo haben wir denn noch einen Slot? Geht natürlich auch darum, den nirgendwo einzusockeln, wo ich ihn dann später wieder unbedingt sofort rausnehmen müsste. Meinetwegen, ich gehe auf Finsterset, dann müsste ich den ja dort wieder rausschleifen. Das ist natürlich auch nicht mein Anliegen. Schön ist auch, dass die Event-Items immer auf der zweiten Seite bleiben. Ach, jetzt bin ich natürlich wieder schmerzhaft rein. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ist auch nicht so dramatisch, weil hier haben wir ja momentan erstmal nichts mehr zu tun, ne? Genau, hier haben wir jetzt momentan nichts mehr zu tun direkt. Das heißt, ich kaufe im Prinzip wiederum so einen Schlüssel zum Tempel. Und werde da dann nochmal reingehen. Jetzt halt einfach hier durchreiten und die Mobs sein lassen, wobei ich die hätte sogar mitnehmen können. Das ist ja, es wirkt immer so groß, die Map, aber eigentlich ist er ja nicht unbedingt groß. Dann gehen wir jetzt hier mal auf Normal rein. So. Dann würde ich mich gleich wieder zu den entsprechenden Gegnern, die den Talisman droppen können, hin navigieren lassen, weil ich dann immer nicht so Lust habe, da alles hier zu töten. Wobei auf Normal ist es wirklich total easy, also da kannst du auch einfach durchrennen und musst nicht mal gut sein. Ich könnte natürlich auch auf schmerzhaft gehen. Aber das würde sich ja nur empfehlen, wenn es sich auch lohnen würde. Es lohnt sich aber halt nicht. Deswegen wird einfach auch jeder hier im im normalen Modus farmen. Weil das halt einfach dann am Ende am besten ist. Hier kommt man schnell durch. Und hier kriegt man dann auch bester Vergleich. Im normalen Modus gibt es 2 Münzen und im schmerzhaften Modus gibt es 3 Münzen. Ja, schön. Für den schmerzhaften Modus muss ich aber auch 5-mal so viel auf so einen Mob einkloppen. Braucht 5-mal so viel Zeit. Also da hätte schon die Relation hätte dann schon sein müssen, dass man da dann 10 Münzen bekommt als Drop. Jetzt mal übertrieben gesagt. Oder zumindest 5 Münzen, aber eine mehr, das ist ja lachhaft. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es mache, also entweder ich spiele halt jeden Tag wirklich nur eine Stunde das Event. Oder ich tue offscreen-mäßig dann ein bisschen in den einzelnen Zonen farmen. Den Boss kann ich ja dann immer mit aufnehmen und mit reinschneiden, was der sogar an Loot getroppt hat. Man kann auch einfach dann noch einen Screenshot mit hinzufügen. Ich meine, man muss nicht jedes Mal den One mitsehen. Natürlich fatal wäre dann mal ein Test wert und auf normal könnte man den Boss auch ruhig noch einmal machen. Damit man dann auch noch zeigen kann, hey, was kann denn der Typ auf normal? Wahrscheinlich nichts. So schätzungsweise ist da dann wieder Two-Shot. Und wenn man sich hier schon mal die Relation der Stärke zwischen normal und schmerzhaft anschaut, wird der Boss dann wahrscheinlich auf qualvoll auch ewig viel aushalten. Am besten man braucht noch einen DK, der das tankt, weil er dann einfach, sobald man sich einmal treffen lässt, wieder zu viel Damage macht. Ah, das ist echt witzig hier. Das ist so witzig.
Die haben mir ja überhaupt gar nichts entgegenzusetzen. Ja, da macht man mal einen Rundumschlag, dann sind die Typen schon fast tot, wenn das crittet. Das ist natürlich jetzt der Nachteil. Critten tue ich jetzt nicht mehr so krass, aber ich finde persönlich, es reicht auch aus. Also ich bin jetzt zwar nicht auf den 50% Rüstung, wie man eigentlich zumindest haben sollte, als oder die man zumindest haben sollte als DK, vor allem mit Tragan. Aber Widerstände sind momentan ganz gut. Und ich habe ja auch gar kein Problem, hier durchzukommen. Also ich könnte jetzt vom Leben heruntergehen. Wenn ich jetzt im normalen Modus mehr farme, gehe ich vom Leben halt herunter und noch mehr auf One Speed, damit ich dann noch schneller da durchkomme. Also bin ich dann am Ende noch effizienter im Farmen, weil ich halt einfach nur noch durchswitchen muss. Nur noch ein kleines bisschen looten. Und den Rest eigentlich laufen im Prinzip. Da könnte man dann auch sagen, ja, die halten eh nicht viel aus, gehe ich noch auf One-Speed-Pad, bin dann nochmal 5% schneller. Und das ist dann schon eine, sagen wir mal, eine angenehme Farmgeschwindigkeit und auch fürs Reiten oder mit dem Reiten ist es ziemlich angenehm, so schnell voranzukommen. Weil dann sehen die Mobs auch ziemlich alt aus, wenn die dich einfach mal irgendwo runtertreschen wollen. Buff ist natürlich jetzt gerade abgelaufen, die halbe Stunde. So ein Buff geht halt schnell rum oder eine halbe Stunde geht schnell rum. Ja, das wäre natürlich noch cool, wenn die Typen hier noch immer ein lila Item droppen würden. Aber ich sag mal so, die halten halt noch weniger aus als in einer normalen Zwischenwelt. Von daher ist es zumindest auf schmerzhaft, könnten sie immer ein lila droppen. Das wäre dann auch nochmal so ein kleiner Anreiz, dass man dann hier auch mehr Glyphen bekommt. Weil die ganzen grünen Items, ja, die tut man eh bloß verkaufen, wegschmeißen und muss dann jedes Mal noch nervig gucken, ja, ist es denn was für Crafting 2.0 oder nicht? Ah, so könnte man natürlich, außer wenn man den Boss, da ist dann schon Tragan etwas besser, aber ansonsten könnte man sogar auf Finsterset wiederum gehen. Ja, die Tränke habe ich auch wieder ein bisschen aufgeholt, dafür, dass ich mal ein paar Bosskämpfe gemacht habe. Bei Grimmark muss man doch schon mal einen Trank nehmen. Oder auch vorhin hier bei Schmerzhaft habe ich auch schon mal einen Trank genommen, weil ich dachte, scheiße, Rundumschlag schaffst du jetzt nicht mehr. Gut, da wär's das jetzt schon wieder für die Map, ne? Nichts mehr hier zu tun. Ja, dieses Quarz, diese unterschiedlichen Größen droppen ja noch. Ist im Prinzip auch nichts anderes als die ganz normale Einteilung, wie man sie halt hat. Klein, mittel, groß. Und so hat man auch eine Einteilung von von Kupfer, Silber und Gold. Ja, also es ist immer irgendwie eine Einteilung, die dann da besteht. So, in die Oase würde ich jetzt nochmal gucken auf normal. Weil das haben wir jetzt auch auf normal gezeigt. Das bedeutet, die Oase bleibt noch übrig als letztes. Noch nicht auf normal angeschaut. Den Boss hätten wir auch nochmal auf normal zu erledigen irgendwann. Genauso wie wir den dann auch nochmal auf qualvoll erledigen. Ja, und die Oase oder die ganzen Maps auf qualvoll, das ist halt, ich sag mal so, bei einem Boss oder so kann man sich mehr drauf konzentrieren, diesen einen Boss dann auch zu erledigen, aber ansonsten ist es schon ziemlich schwierig, da dann was zu tun. So, in der immergrünen Oase haben wir erstmal das mit die Freigetränke. Zwar müssen wir dann dort einfach ein paar Typen besiegen. Ja, das ist halt echt hier. Also da kann man dann schon leicht farmen, wenn man dann einfach nur noch sagt, okay, ich muss jetzt hier bloß einen Rundumschlag machen, kann sogar hier drin stehen bleiben, wieder Rundumschlag.
Es wäre ja früher für die Bot-User ein Schlaraffenland gewesen, wenn die wissen, ach Mensch, ich muss ja eh bloß einen Rundumschlag machen. Sterben tue ich nicht wirklich. Da muss man dann auch gestern das zurücknehmen, weil hier kann man natürlich dann viel mehr farmen. Gestern hatte ich ja gesagt, ja, schmerzhaft hier 700 in einer halben Stunde oder wenn man gut ist 1000, das ist trotzdem ziemlich wenig. Aber wenn man das sich das jetzt hier auf dem normalen Modus anguckt, ja, da kann man einfach ziemlich krass durchwaschen. So, ich bin ja mal gespannt, wie die Oase jetzt aussieht. Ja, jetzt sieht man schon, dass da doch deutlich mehr Grün ist. Also die Maps verändern sich auch, was natürlich ziemlich gut ist. Bringt wieder einen gewissen Wechsel ins Spiel. Macht's auch etwas anschaulicher, dass dann halt sich auch mal so eine Map verändert und so. Dass es nicht immer so statisch ist und immer gleich aussieht. Also kleine Sachen hatte man ja schon immer irgendwas Interaktives, wie zum Beispiel beim Tragan-Event. Dort wo die Bäcker dort hier was, dieses Zuckerzeug gebacken haben, wo man dann die Felder anbrennen musste. So, was hat's ja schon immer gegeben. Und hier sind jetzt schon gerade ein paar mehr Lila getroppt. Aber von diesen normalen Zyklopen. So. Ja, am Ende ist es aber, wie gesagt, man muss es immer trotz alledem runterbrechen. Im Prinzip, der Boss ist gut geworden, die Maps sehen nicht schlecht aus, aber es ist halt wieder einfach ein, geh in die Map rein, töte so und so viele Monster, dann kriegst du irgendwas. Und das angeklickt habe ich jetzt auch nicht, weil ich gar nicht gesehen habe, was. Ach so, die Kacke. Von denen müssen wir den Saft holen. Und die Totems müssen wir zerstören. Lass mich raten, das nächste ist wieder ein Totem. Das Big Point Schema. Hier drüben ist eine Kaktusfrucht. Das ist zum Beispiel auch wieder sowas. Jetzt sag mir bitte nicht, dass es immer abwechselnd ist. Pass auf, das nächste ist ein Totem. Oh man, das ist ein Totem und links daneben ist eine Kaktus. Pass auf. Point. You like to pay. Gut, das ist natürlich wieder so ein kleines bisschen typisch, also man will ja mal nicht sagen, aber so ein Schema F scheint es hier irgendwie immer zu geben, am Rand dann auch immer diese Bäume da. Kaktusfrucht, Toten, das dürfte wieder eine Kaktusfrucht sein. Jawohl. Warum diese Steine da immer aufleuchten, verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich muss man da später noch irgendwas damit machen. Dieser Blinkfehler, der tritt hier immer noch auf. So, das da drüben dürfte ein Totem sein. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das da unten eine Kaktusfrucht ist. Nee, das ist sogar mal ein Totem. Aber ich weiß auch nicht, was das nächste war, von daher. Kommt ja auch immer drauf an, wie man läuft. Na, das Schema war jetzt hier ganz klar zu sehen. Kann natürlich auch sein, dass es sich hier rechts hingehend ändert. So, also kommen dann so jeden Tag 2 bis 3 Folgen davon. Kaktusfrucht. Ist ja auch im Prinzip egal, sammle irgendwas und ist halt ein bisschen verteilt, ne? Man könnte jetzt auch sagen, okay, man macht 10-mal eine Kaktusfrucht nebeneinander wie so eine Art Plantage, dann müsste man weniger laufen als Spieler, wird aber auch wieder der Aspekt verloren gehen, dass man etwas suchen muss, ein bisschen rumlaufen muss.
in der Map auch was zu tun hat. Totem Kaktusfrucht. Oh, das ist sogar mal ein Leggy getroppt, oder? War das jetzt ein grünes? Ne, das war sogar ein Leggy. Mit 620 Crit. Also, das wäre dann mal wieder so ein Aufhebe-Item. Totem. Kaktusfrucht, nein. Zwei Totems nebeneinander. Dann ist das schätzungsweise mal wieder eine Kaktusfrucht. Ach Mensch, kannst du das denn jetzt dort mal looten? Danke. Wir haben grünen Essis, da werde ich sogar wahrscheinlich gleich welche kaufen müssen. Weil hier ist halt nicht wie in der Zwischenwelt, dass der da übelst viele droppen. Hier droppt halt ziemlich selten mal was. So. Gucken wir mal. Also, hier gibt es ja auch noch solche anderen Pflanzen. Vielleicht muss man die später auch noch einsammeln. Wobei jetzt am Ende auch die Oase an sich ein kleines bisschen fehlt, oder? Also, wo ist jetzt hier das Wasser? Ich meine, das ist da lang geflossen, aber das ist eigentlich schon untypisch für eine Oase. Das ist eigentlich eine Wasserquelle, wo außenrum ein paar Palmen stehen. Ja, gucken wir mal. Hier haben wir wieder die zwei Bosse, die waren schon beim letzten Mal da. Die haben uns ja schmerzhaft sogar ziemlich zugesetzt, aber auf normal sind die jetzt eher weniger ein Problem. Ich glaube, dieser Stein hier oben hatte den Wasserfall blockiert. Ah, das hab ich gar nicht, das muss ich mir nochmal angucken, was passiert ist, als ich den Stein angeklickt habe, ob da irgendwie dann das Wasser auf einmal kam oder so. Da hab ich gar nicht drauf geachtet, auf diese Animation, ob da irgendwie was passiert ist. Ich sag, man denkt ja auch meistens immer so, ja, klick irgendwas irgendwo an und so, und dann passiert sowieso nichts. So ist man ja meistens drauf und rennt dann einfach so durch die Welt durch und macht halt das, was von einem verlangt wird. Aber so ein kleines bisschen die Animationen und das ganze Geplänkel ansehen, sollte man dann am Ende schon tun. So, diese Mission haben wir jetzt auch noch fertig. Jetzt würde ich mal gucken, ob es denn dann auch ein Angebot für den Boss gibt. Ich denke mal nicht, weil es gibt ja jetzt nicht direkt irgendwas, was der droppen könnte, außer er droppt meinetwegen nochmal so einen Eingang. Das wäre ein Angebot. Dann könnte man ihn halt nochmal machen. Ne, gibt's nicht. Na gut. Haben wir jetzt hier noch irgendwas zu sammeln oder noch irgendwas übrig? Wir müssen erstmal mit dem Abbas wieder reden. Und zu dem Pilatosch in der großen Wüste müssen wir sowieso auch wieder zurückkehren. Machen wir das doch dann mal. Ja, jetzt rennen natürlich ziemlich viele Leute mit dem Schwarzbären rum, den man natürlich nicht komplett bekommt, sondern nur für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, nicht denken, hier, die haben jetzt auf einmal den für unbegrenzt. Das ist Quatsch.
konnte man den gleich nochmal kaufen, irgendwo hier, glaube ich, bei der. Ja, bei der konnte man den kaufen für 4x schwarze Erde. Für einen Tag. Das kann man natürlich dann am Ende, weil vielleicht muss man zwischendrin noch irgendwas Cooles kaufen. Müsste man mal gucken. So, was haben wir denn jetzt für eine Quest-Navigation eigentlich an? Zudem in die Wüste zurückkehren, okay. Und warum ist dann trotzdem noch die immergrüne Wüste beleuchtet? Das ist auch so ein kleiner Quest-Navigationsfehler scheinbar.